Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So, wir sind zurück in Paxos und wollen da Bericht erstatten. Und... Das Gebiet wird gut bewacht. Nein, ich will nicht mit euch mich rumhauen. Dann hoffen wir mal, dass man... Ja, nein, ich tue euch nichts. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Wir gehen jetzt mal hier hoch und sprechen mit unserer Mutter. Komm, so ist es gewohnt und so machen wir es weiter. Wir kommen über die Balkonbrüstung. So, Entschuldigung. So. Hallo. Worum geht es? Schiffe aus Paros blockieren den Hafenzugang. Verflucht seien Silanos und dieser Kult. Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Sag, ich bin auf dem Weg. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Du hast recht. Keine guten Aussichten für Paros. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Okay, vernichte die Schiffe von Paros. Werden wir tun. Das heißt, wir müssen in den Hafen. Wir werden heute eine Seeschlacht abliefern, die sich gewaschen hat. So. Natürlich ist unser Schiff nicht da. Wir werden sie herbeirufen. Jeder hat natürlich ein Handy in Griechenland, im frühen Griechenland, das ist ja logisch. So, und mal schauen, ob wir unser Schiff noch ein bisschen verbessern können. Jawohl, wir werden die Wurfspeere noch verbessern und das war's. Die können wir auch noch verbessern. Okay. Gut. Dann holen wir unser Schiff mal her. Kommst du herbei, du Schiff? So, wir haben eine kleine Seeschlacht vor uns. Macht euch bereit zum Ablegen! Gebt den Kurs vor, Kapitän! So, meine Freunde. Ja, es geht schon los, es geht schon los. Wir werden direkt einen Kurs nehmen. Jawohl, rammt euch gegenseitig. So, das können wir dann schon mal ändern. So, wir wenden mal. Ups. Okay, wir gehen direkt auf Konfrontation.
Sehr schön. Okay, eins noch. Zu weit weg. Ups. Volle Kraft voraus. Na, den haben wir wohl gegeben. So, da werden wir diese zwei Schiffe mal entern. Oder auch nicht. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Aber das hier werden wir ändern. So, wir gehen mal schön längsseits. Und entern. Okay, dann mal los. Ich komme. Ja. So. Ich hasse es, wenn ihr da so Schilder habt. Das wisst ihr aber. Also ich muss erst die Besatzung machen. Dann gib mir mal dein Schild. Und geh mal über Bord. Und stirb. Stirb. Okay. Achso, wir sollen die Schiffe wohl vernichten. Okay, dann werden wir die Schiffe vernichten. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes im Horizont. Hä? Erhöht das Tempo! Naja, es geht doch unter. Ist doch eigentlich vernichtet, oder nicht? Naja, muss man kurz auf Cut schon. Oh, meine Nase, ey. Okay. Und zurück nach Hause. Ist ja eigentlich unser Zuhause jetzt, ne? Würde man so sagen. Segel hoch! Wir bleiben hier. So. Ist da oben was? Oder guckst du nur so die Vögel an? Der Hafen ist frei. Wir müssen hier weg, bevor die Verstärkung eintrifft. Wir sind fast soweit, Timo. Die Schiffe werden beladen. Sie erwarten eure Befehle. Alexios, auf ein Wort. Stimmt etwas nicht? Abgesehen von den Angriffen auf meine Insel und dem Kult? Nein, aber wir müssen reden. Wie du wünschst. Der Kult muss gestoppt werden. In Lakonien wird es gefährlich für uns werden. Das bin ich gewohnt. Wir beide. Hier weiß ich, wem ich trauen kann und wem nicht. Das dachte ich auch von Sparta. Doch die Nachricht über den König... Weiß das Bassier schon, welcher König mit dem Kult im Bunde ist? Soweit wir wissen, beide. Wir müssen Sparta von dieser Korruption befreien. Ganz egal wie. Immerhin stellen wir uns ihm gemeinsam. Ja. Für alles, was diese Bastarde uns angetan haben. Und deiner Schwester. Wir finden sie. Triff mich, wenn du bereit bist. Können wir nun ablegen?
Wohin? Wir zerstören die Flotte von Paros ein für alle Mal. Nur dann ist Naxos in Sicherheit und wir können es verlassen. Das wird wohl eine größere Seeschlacht, aber ich würde sagen, ich bin bereit. Dann überlasse ich es dir. Mit deinem Schild. Oder auf ihn. Jetzt erteilen wir dem Kult eine Lektion. Paros ist immer noch ein Kultist, vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Okay, wir haben einen Stufenaufstieg. Ich würde sagen, wir müssen wohl an Bord. Gemeinsames Vorgehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, stechen wir in See. Klar zum Ablegen! Und werden eine Seeschlacht abliefern, die sich gewaschen hat. Segel runter oder rein! So. Weiß ja nicht, was ist das für ein Schiff? Eigentlich sollte man jedes Schiff versenken, was uns auf dem Weg begegnet. Hol das Segel ein! Bodenschütz! Bereit! Soll man? Weiß ich, wenn die uns angreifen. Dann los! Wir fahren mal vorbei. Und gucken mal, was sie machen. Greifen sie mich an oder nicht? Sind es Piraten? Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt gleich im Kampfgetümmel. Ich werde das erste Schiff sofort rammen. So, das erste Schiff ist weg und da ist ein Kultist an Bord. So, wir drehen mal bei. Okay. Weiß ich, sollen wir sie gleich versenken, oder? So, wir werden das Schiff komplett rammen. Okay, Gas geben. Oh, wow, wow. Ich mache es.
Okay, ich glaube, wir haben sie. Wir haben sie alle. Okay, wir werden entern. Gib mir dein Schild. Und du auch. So, oh, wer haben wir denn da? Da haben wir einen Schuss. Gib mir dein Schild. Danke. Und du auch. So, und du brauchst dein Schild auch nicht mehr. So. Danke schön. Entern. Abgeschlossen. Wir haben aber noch ein Schiff vor uns. Und zwar das Schiff mit dem Kultisten. So, das geht unter. Ja, ich würde gern das Kommando übernehmen. Danke. So, wir bleiben. Das ist ein größeres Schiff hier. Hat der auch noch Kultisten bei sich an Bord? Okay. Ja, was haben wir gerade geschafft? Okay, den Kultist haben wir wohl erledigt. So, was ist mit dir noch? Silanus von Paros. Den habe ich eigentlich gesucht. Es war mir fast klar, dass wir den hier an Bord erwischen. So, hast du mir auch eine Truhe oder sowas? Nee? Keine Truhe? Hör aber auf. Du hast nichts zum Plündern hier. So ein großes Schiff und hat nichts zu plündern. Oh oh. Ich glaube, ich sollte mal vom Bord gehen. Gut. Begleite Myride zurück nach Naxos. Das werden wir tun. Ich habe keine Lust jetzt mit dir zu reden. Wir haben zu tun. Mehr Ruder! Los, schneller! Segel setzen! Einiges liegt ja hier am Wasser rum. Ruder aufheben!
So. Wisst ihr was? Ich bin gerade so im Blutrausch, ja. Oh, aus der Bahn, ich kann nicht bremsen. Das tut mir jetzt aber leid. Wenn wir schon dabei sind. Die machen ja gar nichts. Die tun ja gar nichts. Kein Schaden. Okay, wir rammen sie nochmal. Das war genau da. Hat zwar jetzt nichts gebracht, aber egal. Gut, wir gehen an Land und geben die Quest ab. So, du kannst aussteigen. Wir sind da, ne? Okay, wir laufen mal dahin. Und geben die Quest ab. Wir sind wieder beliebt, sehe ich gerade. Auf jeden Fall haben wir einen Kultisten weniger auf unserer Liste. Sind aber wirklich noch genügend da. Also. Alter, ist. Warum ist das so weit weg? Was ist denn das? Ach, das ist da. Wir sind im falschen Hafen. Wir sind im falschen Hafen. Ruder auf Position. Willkommen zurück. Wohin segeln wir? So, rum mit der Kiste. Sind auf der falschen Insel. Wir sind ja in. Das war ja Paxos, glaube ich. So. Auf jeden Fall haben wir der Flotte ganz schön eingeheizt. Da haben wir jetzt, glaube ich, 4 Schiffe versenkt oder sowas insgesamt in dieser Folge. Ich glaube, in der nächsten Folge, da reisen wir mal nach Kefalenia. Aber ich mag das Schiff irgendwie. Weiß auch nicht. Sollten wir uns ein neues Schiff holen? Segel hoch, los! Haltet das Tempo! Ja, wir waren zu nah an Land hier. Oh, Alter. So, wir sind zu Hause. Mach die Ruder bereit! Anlegen, vorbereiten! So, ich bin Erster. Naxos scheint sicher zu sein. Wir haben für die Menschen hier sehr viel erreicht. Aber jetzt müssen wir diese Küste verlassen und den Kult zerschlagen. Sie sind überall und nirgendwo. Sie haben unzählige Anhänger. Wo fangen wir an? Wir schlagen dem Biest die Köpfe ab, einen nach dem anderen, bis es blind und schutzlos ist. Sparta. Sparta? Ich habe noch Einfluss dort und Verbündete.
Wir können uns zu Hause sammeln und es als abschreckendes Beispiel von ihrem Einfluss befreien. Das ist sehr gefährlich. Sie haben Sparta fest im Griff. Wird es nicht Zeit, zurückzukehren? Gemeinsam. Ich muss nur vorher etwas erledigen. Sobald du bereit bist, segeln wir nach Lakonien. Du solltest vorher auch etwas erledigen. Was? Geh und finde deinen Vater. Wer ist er? Er ist schwer zu beschreiben. Er ist vieles. Doch du wirst erst wissen, wer er wirklich ist, wenn du vor ihm stehst. Du sagst es mir also nicht. Manches wird nur er dir sagen können. Ich hoffe, du verstehst es, wenn du ihn triffst. Was du suchst, findest du auf Thera. Ich gebe deinem Steuermann den Kurs. Wir sehen uns in Lakonien. Bis dahin. Möge Poseidon dich schützen. Pass auf dich auf. Thera. Okay. Es geht mal wieder zu unserem Vater. Nach Thera. Und das werden wir... Also wir werden in der nächsten Folge... Weiß ich noch nicht. Lass uns überraschen. Vielleicht gehen wir nach Thera, vielleicht auch nach Dingsbums. Guck mal schnell. Was haben wir denn hier alles? Da haben wir auf der Pirateninsel noch zwei Sachen. Da haben wir auch noch... Oh, wow, wow. Wir haben wirklich... Der Eisvogel und das Rotkälchen wäre natürlich auch eine interessante Angelegenheit. Also wir haben echt noch genug zu tun, ey. Irgendwann werden wir das auch... Ach, der Menetegel, ja. Der Menetegel, da kann ich mal... Okay, wir werden uns in der nächsten Folge Trautesheim Glück allein. Sprich im Dorf Gython mit Myrene. Wo Mutter ist, da bin ich zu Hause. Das Speer des Luinidas. Wir haben 4 von 9. Okay, jetzt muss ich mal kurz schauen. Was sind das eigentlich? Ja, das ist Add-on-Quest. Das mit dem Vater scheint ja schon interessant zu sein, ne? Die haben wir abgeschlossen. Familienerbe. Ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen. Wir werden nach unserem Vater schauen. Und das ist auf der Vulkaninsel. Okay, also dann werden wir jetzt hier Schluss machen. Und in der nächsten Folge werden wir wieder auf Kurs gehen. Und werden nach unserem Vater sehen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.